Die Leiche eines seit Freitag an der Elbe verschwundenen 15-Jährigen wurde von Tauchern am Mittwochvormittag geborgen. Der leblose Körper wurde an einem Bootsanleger in Blankenese im Fluss entdeckt. Nur 1000 Meter weiter, am Falkensteiner Ufer, wurde der 15-Jährige das letzte Mal gesehen. Der Junge habe sich am Freitag mit seinen Freunden zum Schwimmen verabredet. In der Höhe des Schiffswracks MS Uwe stiegen die Jugendlichen offenbar ins Wasser. Der Strandabschnitt am Falkensteiner Ufer ist für Strömungen und gefährliche Strudel bekannt. Besonders tückisch ist, dass diese kaum wahrzunehmen sind, da sie unter der scheinbar ruhigen Wasseroberfläche wüten.